Okay. Ja. Gut. Also im Endeffekt könnten wir jetzt auf die andere Seite der Insel gehen und da den großen Bunker angucken. Das wäre eine Möglichkeit. Ich würde jetzt aber erstmal nach Hause gucken. Ich meine, wir haben gerade Virginias Eltern gefunden. Das muss sie eigentlich schon wissen. Das verdient sie zu wissen, ja. Wir gehen jetzt nach Hause. In die Richtung hier. Alter. Kannibalen. Ich weiche mal ein bisschen aus. Kelvin kommt hinterher. Ich frage mich, ob wir das jetzt irgendwie erklären können. Vielleicht hat ja das Kleid eine Bedeutung, dass sie dadurch vielleicht checkt, was passiert ist. Das kann natürlich auch sein. Immer schön geradeaus. Boah, ey. Wir haben gerade das, was von ihren Eltern übrig war, gekillt. Das ist schon hart. Elvin noch hinter uns? Sagen wir mal, er bemüht sich. Ich versuche das gerade noch alles ein bisschen zu verarbeiten, was wir da jetzt gesehen haben. Also eins ist auf jeden Fall klar, das alles ist ein Bunkersystem. Das ist komplett miteinander verbunden. Jeder Eingang, den wir bis jetzt gesehen haben. Bis vielleicht Ausnahme die Wartungsbereiche, die vielleicht nicht, aber wahrscheinlich schon irgendwelche Türen, wo die Leute ja halt direkt da gewohnt haben, um die Sachen zu warten. Das wäre auch geil hier. Schau mal vor, da innen in dieser Mitte, in dieser Insel. Da einfach die Base drauf gebaut. So eine kleine Brücke, eine einzelne Brücke darüber, mit einem Tor abgediegelt. Oh, wir werden noch so viel bauen müssen. Ah. Oh Mann, ey. Was aber wiederum bedeuten würde, dass der Haupteingang in dieses Bunkersystem auf der anderen Seite der Insel liegt. Weil das ist der Ort, wo die halt gelandet sind, mit Helikoptern, Booten und so. Ich glaube, ich habe was Giftiges gegessen, oder? Weiß nicht, einerseits will ich da jetzt echt hingehen und mir das angucken. In der Hoffnung, dass wir jetzt auch rein können, wahrscheinlich. Aber ich will auch nicht, dass es einfach aufhört. Also ich will jetzt nicht, dass wir hier stehen und sagen, okay, wir haben jetzt alles gesehen. Wir waren in jedem Bunker, in jeder Höhle. Ich würde mir quasi dieses Abenteuer aufteilen. Das ist einfach wow. Das ist schon echt genial. Wir können mal gucken, habe ich das Kleid im Inventar oder nicht? Das ist ziemlich viel Gras. Winterjacke. Ne, okay, das wird mir auch wieder nicht angezeigt. Genau, erwachsen betrachtet sollte man sich das aufsparen. Wir haben heute sehr guten Progress gemacht. Und dann haben wir halt immer mal wieder was, worauf wir uns freuen können. Ich meine, so oder so müssen wir manche Höhlen eben mehrmals besuchen, weil wir die Aufsätze und so nochmal brauchen. Zum Beispiel die Taschenlampe oder den Laser, wenn wir den zum Beispiel auf eine Pistole bauen und aber noch auf der Shotgun eine Taschenlampe wollen. Beziehungsweise wenn wir irgendwann mal einen neuen Playthrough machen, dann sowieso alles nochmal. Aber ich will ja trotzdem, dass es alles so ein bisschen die Magie behält. Es wird übrigens Herbst, ne? Bäume verfärben sich. Es wird bald Winter. Wir müssen uns Vorräte sammeln. Bewegt sich Kelvin noch? Der bewegt sich, ja, oder? So ganz langsam. Ah, er wackelt da, das kann man nicht ab. Er wird Zeit für Wasserbehälter und Trinkflasche auffüllen. Also Regenfänger auf jeden Fall, ja. Lachsbeersamen. Wir könnten noch mal gucken, dass wir eventuell im Haus oder halt im Garten Beeren anpflanzen.
Damit wir halt auch Essen haben, so im Winter. Auch wenn die Beeren selber nicht viel bringen, leider. Schneebären. Kannibalen. Ich meine, wir haben eine Shotgun bekommen. Und wir haben die Armbrust. Und wir haben die Leute gefunden hier. Was will man mehr? Ich kann mal den Sauerstofftank hier runternehmen, oder? Muss jetzt nicht sein. Wir sind gleich zu Hause. Ich bin so frei und guck nochmal kurz im 3D-Drucker vorbei, weil wir haben ja geladen und folglich sind die Batterien wieder da. Nur wegen den Batterien. Aber ich brauche die Batterien. Ich sehe es mir nach, bitte, aber... Ich habe keine Ahnung, wo wir sonst Batterien herkriegen sollen. Und ich würde schon gerne die Kettensäge benutzen können. Absolut krass. Was haben wir bis jetzt gesehen? Wir waren hier in diesem Gym-Bereich, in dem Trainingsbereich, in den verschiedenen Wohnbereichen hier. Wir waren auf der anderen Seite in dem Wartungsbereich, dann im Wartungsbereich hier vorne. Wir waren jetzt in dem Dining Area. Batterie, geil. Okay, fertig. Klasse. Ich frage mich halt, was da noch kommen kann. Im Endeffekt, was ich jetzt erwarten würde, rein theoretisch, bitte nicht verraten, aber was ich erwarten würde, wäre Logistik. Dass auf der anderen Seite der Insel, da wo halt quasi der Ankunftsort ist, wo alles begonnen hat, dass da so die Hauptlogistik ist, irgendwie so die Zentrale, irgendwie hauptquartiermäßig. Vielleicht das Büro von Mr. Pufton. Ein Zimmer von Virginia fehlt uns immer noch, rein theoretisch. Was fehlt uns noch? Ja, eben Logistik, wie gesagt. Lager. Ich meine, das Zeug, was sie hier gebaut haben, das baust du nicht mit einer Schaufel. Was ist denn hier? Achso, Baumstamm. Das brauchst du nicht mehr. Schau, wie hast du spezielle Maschinen für schwere Maschinen. Genau, das Artefakt auch. Das wird so oft erwähnt, da muss auch noch was mit sein. Dieser Würfel, der Cube. So, Virginia ist hier direkt vor uns irgendwo. Ich bin zu Virginia gelaufen und nicht nach Hause. Nee, alles gut, das ist direkt hier. Oh, ich hatte kurz Angst, ne? Wollte ich nicht, sorry. Virginia, es tut mir so leid. Ich danke dir. Ich muss dir was geben. Warte. Aber bevor wir das machen, ich will, dass sie im Licht steht, dass wir das sehen, was sie dann macht. Nein, 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 nein. Hier. Ein sommerliches Kleid. Hast du es verstanden? Mhm. Ich glaube nicht. Es tut mir so leid, Virginia. Wenn du wüsstest. Wir könnten ihr die Shotgun geben. Ah, dann haben wir gerade mal keine mehr. Aber stimmt, nirgendwo sind Tunnelbohrer oder Baggerzeugs? Wir Batterien. Batterien, ja. Flasche auffüllen wäre eine Idee. Die ist fast leer.
Wird uns auch nicht unbedingt durch den Winter bringen, aber ein bisschen besser als gar nichts. So. Keine Batterien. Batterien, geil. So, Püppchen, zieh dir jetzt was Schickes an. Ich hab dir vorhin das Problem mit deinen Eltern gelöst. Alter. Püppchen erinnert mich an... kein Klebeband mehr. Okay, wir sind voll. Der Püppchen erinnert mich an Piraten der Karibik. Mit der Miss Swan. Oder Swanson? Ne, ich glaube Swan, ne? Ich weiß, es ist lange her. Munition nehme ich auch mit. Kein Ding. Gut. Keine Batterien mehr. Boah. Weder Calvin noch Virginia gerade hier. Das wird schon echt hübsch, ne? Ich bin happy. Bin ja auch ein bisschen am Überlegen. Noch mal eins weiter raus. Weil, also rein theoretisch, ich will ja hier unten, will ich ja ein Lager machen. Piraten der Karibik, was habe ich gesagt? Habe ich Bullshit geredet? Also rein theoretisch will ich ja über eine Überdachung quasi für die Lager haben von den Holzstämmen. Würde sich ja anbieten, wenn ich dann einfach das Schlafzimmer quasi noch eins weiter rausziehe. Und so die Überdachung quasi besser wird. Wäre eine Möglichkeit. Bauen wir erstmal ein paar Regenfänger auf. Kann ich nicht, ich habe keine Schildkrötenpanzer. Wir waren gerade am Strand. Wir waren gerade eben am Strand. Die ganzen Baumstümpfe sind weg. Ich meine, es ist eh egal. Virginia ist schon mal wieder hier. Aber ich muss schon ehrlich, der Trainingsanzug, den fand ich ein bisschen hübscher. Aber es ist trotzdem ein hübsches Kleid. Ein hübsches Kleid. Niemand gesehen. Aber habe ich Piraten der Karibik gesagt oder habe ich irgendwas Komisches gesagt? Also rein theoretisch wäre das ja dann hier so. Was muss der Cookie sagen? Und jetzt? Also ich mach mal nur so einen Test mal. Mal gucken, wie es ausschaut. Wolltest du auf Fluch der Karibik anspielen? Ach so! Oh, lol! Ich sag schon ewig Piraten der Karibik. Fluch der Karibik heißt ja, oh mein Gott. Ups. True. Naja. Lul.
Fluch der Karibik. Krass. So. Okay. Dann hätte man hier halt zumindest eine größere Überdachung. Und ich glaube, so vom Platz her wäre okay. Und dann wäre das Schlafzimmer rein theoretisch, wenn wir wollten, noch mal eins tiefer. Dann hätten wir da noch mal ein bisschen mehr luxuriösen Platz. Also ich würde da nicht nein sagen. Na du? Wie gefällt dir dein neues Kleid? Dein neues altes Kleid? Gefällt dir gut? Ja? Mitkommen? Nein, aber warte mal, bevor wir jetzt hier, ich will was ausprobieren. Den habe ich noch. Wir verlieren zwar jetzt die Shotgun dadurch, aber ich will es mal sehen. Komm mal her. Oh ja. Sie ist bereit. Come with me if you wanna live. I'll be back. Alter. Yo. Sie hat eine Shotgun. Virginia ist jetzt so ein laufendes Turret im Endeffekt. Calvin ist auch wieder da. Der hat uns legit die Stocklager voll. Der hat eins vergessen. Der hat es nicht mal voll gemacht. Der hat einfach nur keinen Bock mehr gehabt und ist uns hinterhergelaufen. Was ist denn der für einer? Und jetzt sitzt er da. Oh, jetzt gibt's aber hier, warte mal. Welchen Finger willst du, ne? Links oder rechts? Rechts? Nee, links. Dein oder mein links? Oh, yes. Babys. Knall sie ab. Mach sie weg. Geil. Virginia, hilf mir. Mein weg. Schütze mich. Alter, die ist ja drauf. Ja, Virginia, schieß! Zerstörung ist aus, ne? Nur mal ganz kurz so. Ja. Die geht ja mal anders ab. Wir haben so viel gemeinsam. Sie ist auch so gut mit Kindern. Oh, das ist nur noch mehr. Gut. Haben wir gut gemacht. So, Abmahnung ist raus, ja. Du darfst deine Finger behalten. Komm, du kriegst ja wieder ein Upgrade, nimm Gegenstand. Du bist jetzt der cool Kevin. Get ready mit Lederjacke. Oh yeah. Virginia, bleib da. Sick, man. Calvin Chad. Kann man hier die Steine noch? Habe ich schon? Ne, habe ich gemacht. Hier läuft noch irgendwas rum. Oh, die sind so ekelhaft. Das wollte ich auch noch irgendwann mal reparieren. Das Geländer hier. Muss ich mal gucken. Wo war ich gerade? Also ich, genau, hier vorne. Genau, genau. Ach ja. Also ich fände es eigentlich schon mal nicht kacke. Mal kurz schauen, wie lang ist denn so ein Lager? Stammlager. Frage ist natürlich auch, wie wollen wir die da reinsetzen?
Ich jetzt sage, okay, so. Die könnte man ja rein theoretisch direkt nebeneinander ballern. Das ist ja kein Ding. So, nur mal ganz kurz so ein bisschen die Tiefe und so abzuschätzen, wie es so ausschaut. Ja, doch, oder? Dann hat man hier so einen kleinen Durchgang. Da stehen die. 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Vielleicht 8, 9. Wer weiß, wie wir sie hinkriegen. Direkt nebeneinander. Vorne noch so überdacht, dass man schon durchgehen kann. Ich glaube, das könnte geil werden. Schaut gut aus. Dann machen wir das mal. Dann mache ich jetzt mal provisorisch ganz kurz. Ich brauche Stöcke. Ein Provisorium mache ich jetzt hier. Ja. Oh no. Natürlich könnte man hier auch noch eine Tür reinmachen, aber dann besteht unser Haus fast nur noch aus Türen. So. Warum? Damit Kelvin hier Stämme holen kann. So. Dann hol Stämme und Behälter füllen. So. Oh Mann, ey. I don't know. Vielleicht mal auf der anderen Seite. Batterien? Oh ja, wir haben jetzt erstmal wieder ein paar Batterien. Wenigstens das. Ich fände es noch cool, wenn wir Kelvin die Kettensäge mal geben könnten. So einfach nur, weil. Das wäre schon nicht schlecht. Oh ja. Batterie ist fast leer. Da ist sogar eine Batterieanzeige drauf. Da hat mich anscheinend ein Pfeil mit Curare-Gift getroffen. Ich hänge hier ein bisschen ab und ihr so? Nee, gespeichert habe ich natürlich nicht. Mach ich gleich mal. Haben wir Glück gehabt. Risky boy. Indeed. Indeed. Den brauche ich. Yep. Ah, ich kann ihn in die Hand nehmen. Oh. So. Ist schon ironisch, dass... Da muss ich hin. Ist schon ironisch, dass Kelvin auch ein Söldner wie du bist, aber es nicht die Option gibt, ihm eine Waffe zu geben, jedoch einer fremden Mutantin. Ja, man muss bedenken, Kelvin ist halt ziemlich fucked up. Also, der hat einen Schädel-Hirn-Trauma, der drin ist auf jeden Fall anders was kaputt gegangen. Deswegen ist es wahrscheinlich, also man sieht es ja, wie er sich hier abrackert, wie er läuft und so. Der läuft nicht auf 100%. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, wenn man dem eine Knarre geben würde. Auch nicht böse oder so. Das ist einfach die Tatsache. So, ich gehe mal ganz kurz speichern. Warum kürze ich nicht ab hier? Ich kann ja eh schon Jump'n'Run machen. Dann machen wir das doch auch. Ich habe geschlafen und nicht gespeichert, weil ich ein Idiot bin. Egal. Ach ja, haben sie auch gepatcht, weil man kann nicht mehr durch und durch die ganze Zeit schlafen ohne Unterbrechung. Ja, da ist jetzt ein Cooldown drauf. Wie spät haben wir es denn? 5.55 Uhr, okay, Sonne geht bald auf. Ja, passt schon. War jetzt nicht unbedingt mein bester Move, aber... Geht schon.
Ich versuche einfach mal. Easy. Geil. Okay, das schaut gut aus. So. Gleiche müsste ich jetzt hier drüben nochmal hinbekommen. Das wird aber wahrscheinlich nicht so einfach. Halt mal kurz inne und genieß den Sonnenaufgang. Ist eine gute Idee, da gehen wir aufs Dach für. Auf unseren Balkon. Gucken wir uns den mal an. Wir können uns auch aufs Dach draufstellen. Haben wir noch ein bisschen mehr Range. Wir können uns einen Aussichtsturm hier hinbauen, irgendwie so richtig hoch. War das Virginia? Hat die gerade einen Hasen gekillt? Die macht mich fertig. Jetzt hätte ich gern so einen Flight Mode wie in Minecraft. Einfach so Creative eingeben und kurz hochsegeln, um das anzugucken. Die Wolken, das ist alles so schön. Krass, ey. Darauf ein bisschen Apfelsaft. Dann trinke ich auch was. Ich weiß nicht, eigentlich würde ich gerne vor Wintereinbruch noch ein paar Schildkrötenpanzer sammeln. Ob das funktionieren wird, weiß ich nicht. Der Sonnenaufgang lässt auf sich warten. Ja, am Fluss entlang waren noch immer welche. Also ich... Unten am Strand. Aber am Fluss, echt? Also hier, wenn ich dem Fluss folge... Da hinten wird's rot. Wo geht denn die Sonne auf überhaupt? Das wird irgendwie überall gleichzeitig so... Ich denke jetzt mal in die Richtung, oder? Was ist denn die? Wir haben auch keinen Kompass. Wo ist Norden? Ich weiß es nicht. Das ist schon echt sehr friedlich. Ein neuer Tag. Im Wald. Das hat ja schon mal nicht funktioniert. Was ist denn das, wenn ich jetzt hier so einen Stützpfeiler drunter machen will? Das kann ich gar nicht. Da kann man gar keinen Stützpfeiler drunter machen, weil es zu hoch wäre. Weird. Okay, warte mal. Da muss es aber eine Methode für geben. Na. Sekunde. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen rumzubasteln. Wenn man die jetzt hier verbindet, das müsste ja auf der Höhe sein. Und da jetzt einen senkrechten einbaut. So. Jetzt passt es nämlich. Jetzt kann ich den hier entfernen. Den aber nicht. Den kann ich entfernen. Den aber nicht. Ich weiß nicht, ich finde das aber eigentlich schon ganz cool. Oh, willst du dich ein bisschen entspannen? Guck mal, die schönen Schuhe, die du anhast. Cool. Also ich frage mich echt, ob sie da mit dabei war in dieser Halle, als es passiert ist. Kein Eckpfeiler also. Okay.
Ein Eckpfeiler. Mhm. Wir gucken erstmal weiter. Eins zum anderen. Mhm, mhm, mhm. Wenn ich hier oben bin, kann ich ja schon mal hier den da machen. Warte mal, gilt ab jetzt nicht 30 Tage? Also er ist jetzt gestorben. Das heißt, wenn sie jetzt noch 30 Tage überleben würde, dann ist sie die alleinige Erbin seines gesamten Geldes und Vermögens. Virginia? Wo bist du denn?